Hallo Leute und willkommen zurück zu Christmas Eve Mitternachtsruf. Ja, wir sind hier im Kaminzimmer und alles noch sehr weihnachtlich hier. Ist ja auch ein Weihnachtsspiel, logischerweise. Sollte es dann weihnachtlich sein. Und ich weiß gar nicht, wir haben hier ein Schleifchen. Vielleicht will ja der der Dicke hier, will der eine Schleife? Weiß gerade nicht, weißer Stoff. Kranzbild, Karotte, Kelle. War denn hier irgendwas, wo wir noch was einsetzen können von den Dingen, die wir haben? Was haben wir hier? Oh, hier waren wir auch noch gar nicht. Huch. Okay. Die Maschine zur Spielzeugherstellung müssen... Die Maschinen müssen repariert werden. Okay. Und was muss ich dafür einsetzen? Was? Da stand gerade irgendwas anderes. Als ich die Karotte genommen habe, ne? Naja, es war ein Versuch wert. Ach so. Nee, also hier kann ich gerade gar nichts machen. Na denn? Gibt's hier was zu tun? Ich habe den Knopf kaputt gemacht. Kann ich hier den weißen Stoff vielleicht zum Reparieren benutzen? Nee. Da fehlt noch das andere Eichhörnchen. Das hier geht auch nicht. Warum kann ich mit der Kelle den Mond nicht nehmen? Nee. Also, hier sollen wir auch nicht hin. Hier gibt's was zu tun. Der Weihnachtsmann sieht ohne seinen Bart. Ah, hier. So, Weihnachtsmann-Spielzeug. So, nun, lass mich da nochmal ran. Lass mal, Vögelchen, jetzt nicht. So, jetzt war ich gerade hier. Weihnachtsmann-Spielzeug. Nee, gehört er hier nicht hin? Ach so. Der soll einfach nur ausgetauscht werden. Ich dachte, ich sollte das aus dem alten Kram reparieren. Na gut. So, jetzt soll der Knopf repariert werden. Das kriege ich so aber auch wieder nicht hin. Wo soll es jetzt hingehen? Brauche ein bisschen Tipps hier gerade zum Reinkommen, weil ja... Der Kranz. Können wir den hier irgendwie... Das Schleifchen. Das vielleicht? Hier ranhängen? Was denn dann? Dem Weihnachtskranz fehlen einige Teile. Ja. Okay, das Schleifchen habe ich von da oben runtergeholt. Nicht mein Schleifchen, sondern hier. Ist hier noch ein Teil dabei, was ich nehmen kann? Und das hier nicht sehe, oder wie? Hallo? Nö. Am Kranz kann ich nichts mehr machen. Ach, er hier ja. Dem Gnom, dem fehlt was. Vielleicht, nee, auch nicht, nee, auch nicht. Nee. Da oben, Kranz. Vielleicht hier das... Nee, da soll die Schleife bestimmt hin. Genau. So, und jetzt noch das Bild dazu. Ja. Und jetzt soll ich das so anordnen... Ach so, die kann ich umfärben. Jawohl, Feuerwerkskörpergehäuse. Aha. Und ein gelber Stern. Was haben wir hier? Da soll noch ein Instrument hin. Das geht auch nicht. Ach ja, genau. Das Bild sollten wir wieder zusammensetzen. Stimmt. Ach, die passen ja gut zusammen. Dann machen wir die mal dahin. Die Rentiere.
Tja. Aber da passen die auch gut hin. Hm. Ja, ich hätte gerne das Geweih eigentlich da oben. Aber keine Ahnung wie. Dann der doofe Schlitten noch. Und dann der Mond. An dem könnte man sich ja auch langhangeln. Aber der kann ja auch anscheinend hier sein. Das sieht doch schon ganz gut hier eigentlich aus. Hm. Ja, das muss alles hier auf diese Linie eigentlich. Es ist ja schon richtig, dass das hier oben ist, aber... So muss man das machen. Oh Gott. Aha. Ja, das ist gut. Das ist gut. Gut. Im Schlitten weiß ich auch noch nicht, wie ich das mache. Muss man ja so machen und so, genau, dass das hier zusammen ist. So. Okay. Wie soll denn das mit dem Schlitten aussehen? Der soll bestimmt hier an die Ecke, ne? So, stelle ich mir das vor. Nee, das ist schon richtig. Ach, da unten soll der Schlitten hin. Okay. Und dahin. Okay. So. Hm. Aber der muss ja dahin. Aber ich will das hier nicht kaputt machen. Ja. Ich muss immer umdenken. Das ist gar nicht so einfach. Ich habe sehr, sehr, sehr selten so eine Art Wimmelbildrätsel mit dieser Art Bilder entstehen zu müssen. Meistens hat man ja immer Drehen oder... Also Drehen an sich von den Bildern, Kästchen, oder Drehen vom Gesamtbild her. Die so zu verschieben und das ganze Bild immer kaputt zu machen, das ist so eine Kunst für sich. Ich möchte den Mond da unten haben. Dann muss ich das so machen. Und das ja irgendwie mitschieben können. Oh Gott. Nee, jetzt. Das wird nix. Ich muss den eigentlich so machen, genau. Sodass der da wegkommt. Und das wieder verschoben wird. So, jetzt habe ich schon mal die Rentiere. Die habe ich jetzt schon mal richtig. Das ist ja schon mal was wert. Der Schlitten stimmt hier unten soweit auch.
Krieg ich den da jetzt in die Lücke rein? Nee. Oder? Ja, aber dann die Füßchen müssen da ja auch wieder hin. Das ist doch alles blöd. Nee. Jetzt komme ich hier ganz durcheinander. Mache ja alles am Ende kaputt. Das will ich ja auch nicht. Jetzt habe ich es eigentlich schon fast. Immer noch zwei Teile hier. Ich krieg die Denke gerade nicht hin, dieses Kästchen hier auszutauschen. Das ist irgendwie doof. So, so. Jawoll! Ja, hier voll das Feuerwerk. Weihnachtsdekoration. Ja, Leute. Ganz ruhig. Ein wenig Weihnachtsdekoration. Also das nicht. Da waren wir gerade. Gehen wir nochmal nach links. Was haben wir hier? Werde den Hund ablenken. Damit auch wohl nicht. Soll ich hier noch was machen? Ich brauche die Teile. Okay. Ah, okay. Das gehört hier hin. Ja. Aber dann brauche ich das Zeug, ne? Wo soll das eigentlich hingestellt werden? Ist das egal? Nee, hier haben wir es ja schon. Ich kann die Rakete erst zünden, wenn alle Teile angebracht wurden. Ist das Zeug da jetzt, die Schwefelkram automatisch drinne, oder? Was fehlt denn noch? Weiß ich nicht. Da ist der Knopf, der fehlt. Wo gehört denn der gelbe Stern hin? Wo soll der gelbe Stern hin? Ach so, ich kann hier was schwimmeln. Konfetti-Gnom-Kreisel. Kreisel? Konfetti. Keine gute Idee, auf ein Dreirad zu steigen, denn ein Rad fehlt. Jetzt nicht mehr. Und ich will das Konfetti. Gnom. Auch wenn ich den nicht als Gnom gesehen habe. Sonne. Ventilator. Was ist das hier? Haben wir hier noch? Ein Fernglas. In die Vase gehört bestimmt, da ist der Ventilator. In die Vase gehören bestimmt auch Blumen, ne? Streichhölzer. Ballon. Was ist das hier? Eine Braut. Eine charmante Braut, doch sie ist nicht angemessen gekleidet. Hier. Wo ist denn die Vase? Und wieso ist hinter dem Weihnachtsmann eine Knarre? Naja, hier ist die Vase. Die untere Hälfte einer Vase reicht nicht ganz aus. Aha. Wo ist denn die andere? Ich sehe hier nämlich nix. Oh, oh. Wo war das jetzt, das Wimmelbild? Da oben, ne? Ja. Ah, oh, ein Stift. Hier. Da, die Schildkröte angemalt. Die untere Hälfte der Vase. Wo finde ich denn hier noch was man nehmen kann? Da ist was. Ah, das fehlte. Okay. So, und jetzt noch ein Ballon. Wo ist er denn? Ich sehe keinen Ballon. Da, im Hintergrund, ganz groß.
Habe ich alles? Ich habe alles. Yay, Streichhölzer. So, kein Knopf, ein wenig Weihnachtsdeko. Ach, da können wir den Kranz zu Ende basteln, ne? Hier, wo ist er denn nochmal, der Doofe? Habe ich doch jetzt schon so oft. So oft musste ich den doch jetzt. Nee, da nicht. Oder war das hier drinne? Nee. Hm? Ja, wo war der denn nochmal? Ich weiß es doch nicht mehr. Wo finde ich denn die ganzen Sachen immer? Dem Rentier fehlt, ich bin immer noch für die Nase. Hier, die kann ich doch anzünden, die Kerze. Geht er dann weg? Geschmolzenes Wachs. Hä? Hm. Na dann. Und was war hier? Die kaputte Uhr soll repariert werden. Ja, da fehlt mir dann ja wohl noch was. Vielleicht mit Wachs? Nee. Ich möchte zum Weihnachtskranz. Wo muss ich denn dafür hin? Ach, hier war der. Okay. So, habe ich ihn endlich. Den Kranz. Ich habe den Kranz fertig. Mit einer leuchtenden Girlande sehe dieser Weihnachtsbaum noch schöner aus. Erstmal kriegst du noch einen Stern. Dieser Girlande fehlt das Besondere. Vielleicht wird der Kranz... Lametta, Wachs, Licht. Ja, dann weiß ich auch nicht. Mehr habe ich nicht im Repertoire. Kann ich denen irgendwas geben? Nee. Das kaputte Piano lässt sich kaum spielen. Da fehlt bestimmt immer noch die Taste, oder nicht? Hier oben war noch was. Ah, mit dem Wachs kann ich bestimmt die Formen machen und kriege eine kleine Glocke. Und vielleicht auch das da oben? Nee, das Wachs ist weg. Okay, dann muss ich das noch machen. Die, das sind Formen für die Glocken. Ja, ja. Das Besondere. Vielleicht das noch an den Kranz? So? Die Glocken? Nö. Nö. Das sollte es dann nun auch nicht sein. Ah, hier sollen die Glocken hin. Die sehe ich ja jetzt erst. Ist aber erst eine. Eine. Einen Kranz soll ich ihm doch nicht umhängen. Das wäre doch komisch. Ist hier irgendwas? Kann ich ihm noch helfen hier? Da hinten? Nee, glaube ich eher nicht. Ich soll aber weit zurück jetzt. Warum? Dahin. Das weiß ich ja nun gar nicht mehr aus meiner Erinnerung, was ich da jetzt noch zu tun hatte. Da muss ich jetzt erstmal gucken. Kann kein Gift von einer schlafenden Schlange bekommen. Was soll ich denn mit dem machen? Hier, in der Kelle. Feuer. Ein Weihnachtskranz. Schön. Ach ja, hier, die Kerze kann ich anmachen. Und noch mehr Wachs. Und dann kann ich die andere Glocke nämlich machen. So sieht's aus. Ach so. Na denn. Hier war es aber nicht. Weiß immer nie wohin. Hier war das. So, Glocke Nummer 2. Alles klaro. Oha. Papierstapel. Wo ist der Weihnachtsmann hin? Noch eine Karotte. Das war's? Nicht nötig, die Tür aufzubrennen. Vielleicht reicht es, diesen Steckplatz aufzufüllen. Und was mache ich mit meinen Karotten? Die will ich jetzt auch langsam mal loswerden. Papierstapel. Also mit dem Papierstapel weiß ich jetzt irgendwie eigentlich auch gar nicht. Soll ich das jetzt da rein? Nee, der Kranz bestimmt. Der kann an die Tür. Stimmt. Knopf. Happy New Year. Ach, ist das süß.
Ja, das ist doch schön. Das geht nicht. Das geht auch alles nicht. Das nicht. Das nicht. Da gehört das Hörnchen hin. Das geht auch nicht. Der Knopf, der könnte hier rein. Nein, aber es gab noch einen Knopf. Der Knopf. Der Knopf. Happy. Das war's? Ach so. Ein Happy-Schild. Na denn. Die Karotten, können ich die hier irgendwie... Weiß nicht wohin. Weiß in diesem Spiel irgendwie... Ach so, da soll noch was reingestellt werden. New. Ausgerechnet ein Hamster. Sicher ist er hungrig. Vielleicht eine Karotte? Zufällig hab ich welche. Gitarre. Gut, dann kann das Ding ja hier seine Gitarre kriegen. Yay. Knopf. Jetzt geht's aber los hier. Dieser Spielzeugbär sieht mit seinem eleganten Seidenhut wie ein vornehmer Herr aus. Und? Pech? Oder? Na denn. So, dann kann ja hier der andere Knopf rein. Oder auch nicht. Warum kann jetzt hier... Ach, hier kann der Knopf hin. Fertige die Spielzeuge, die in den Bildern rechts gezeigt werden. Wähle die richtigen Teile mit den Knöpfen unter dem Fließband und bewege das Fließband mit den Pfeilknöpfen nach vorne und hinten. Ja. So. Fertige die Spielzeuge, die in den Bildern rechts gezeigt werden. Also ich möchte den hier haben, ja? Das... Und warum tut sich denn jetzt mit den Knöpfen unter dem Fließband... Und bewege das Fließband mit dem Fallknopf vorne und hinten. So, hier ist das Papier. Ach, hier kann ich anfangen jetzt. Okay, dann möchte ich das. So, weiter geht's. Das da. Ah, okay. Dann die Knarre. Fertig. So, jetzt kommt der Elch. Ah, das macht ja Spaß. Was hat der einen Weihnachtsbaum? Noch ein Weihnachtsmann. Naja, nicht ganz. Ja, der Nikolaus. Und ich bekomme eine Nuss. Die bestimmt gut sind für die... oder auch nicht. Ich überlege gerade hier hinten... Oder die Nuss könnte auch gut sein für den Vogel hier. Oder so? Nee? Für wen ist denn jetzt die Nuss? Doch, Ach, für den hier. Hier. Zum Hamstern. Und einen roten Stern. So, der Neujahrsgruß geht Hand in Hand mit Frohe Weihnachten. Ja. Ja. Da kann ich nichts machen. Doch, da kann das Happy doch rein. Genau. Und dann krieg ich eine 5. Eine 5. Und ein weiteres Bild. Finde die Unterschiede zwischen den Objekten in der Szene und im Bild. So. Muss ja immer hin und her gucken hier. Guck mal, da ist zum Beispiel Nummer 1. Da die Glocken, die fehlen. Hier ist was anderes vor der Nase. Da, was ist mit den Knöpfen? Den Kuchen? Der Kuchen. Das Kringelding. Das Häuschen. Das da oben. Da fehlt auch was. Nur noch 3 Stück.
das stimmt soweit auch. Vielleicht beim Schneemann hier irgendwie. Mal raten. Was ist mit ihm hier? Was ist mit dem Engel? Beim Engel alles okay? Beim Bonbon? Den Keksen hier unten auch alles normal? Ach ja, vielleicht beim Kranz nochmal. Ne, den Kringel habe ich schon gefunden. Ja, die habe ich auch schon. Ah, die Farbe. Genau. Das stimmt nicht. Irgendwas fehlt noch. Irgendwas fehlt noch. Beim Teddy vielleicht? Nee, das geht ja gar nicht. Der Zettel davor. Beim Häuschen, das hatte ich schon. Ich rate mal. Ach, der Donut. Der Donut. Ein Honigfass. Ein Honigfass. Honigfass. Dem fehlt noch was. Tja, da kann ich, glaube ich, nicht viel machen. Das soll ich reparieren. Das geht auch nicht. Da, die Sterne. Bitteschön. Oh Gott. Piano-Taste. In Snow Hill sieht selbst ein Locher... Was? In Snow Hill sieht selbst ein Locher wie ein Krokodil aus. Aha. Ein Locher. Damit könnt ihr vielleicht den Papierstapel machen. Konfetti. Oh, okay. Da fehlt mir immer noch das Hörnchen. Kann ich jedes Konfetti benutzen? Ja. Feuerwerkskörper. Ja. Und wen darf ich damit vertreiben? Ich gehe mal zum Piano. Oh. I get what's happening here. My sister's using the swan to spy on me. Aber ich kann ja hier einfach weggehen anscheinend. Das ist doch gut. Aber da rein kann ich nicht. Wie kann ich denn... I get what's happening here. My sister's using the swan hier. To spy on me. Feuerwerkskörper. Take that and don't ever come back. Okay, ganz ruhig alle miteinander. So, wir machen wie geplant weiter. Warum ist das so gruselig immer auf? Voll heftig. Okay, schön. Ja, ganz toll. Warte, das war schon richtig, damit ich das Eichhörnchen hier endlich hinsetzen kann. Ich bekomme eine rote Nase. Ich glaube, die Hämmer dieser Eichhörnchen brechen selbst das härteste Metall in zwei. Vielleicht die Kelle oder die fünf. Na, irgendwas dürfen die bestimmt noch behämmern. Fahre ich hier jetzt durch? Das fehlte noch, aber sonst... Bestimmt kann ich damit dann die Uhrenzeiger auch noch machen oder so. Oder? Warte, fünf. Kann ich die da direkt einsetzen? Ja. Ah. Aber die ist noch nicht fertig repariert, ne? Fehlt ja auch immer noch eine 12. So, ich gebe dem mal seine rote Nase hier. Nicht dem Rudolf, sondern dem anderen. Obwohl, vielleicht ist es ja der fette Rudolf. Da ist sie, die 12. Was mache ich hier eigentlich schon wieder? So. 12. Ach, jetzt ist sie schon repariert. Ein Segelboot. Ein Segelboot. Was mache ich denn mit dem Segelboot? Nanu. Das Segelboot vielleicht hier mit Schokolade? Ey. Ja, ach so, klar. Da, warum bin ich da nicht gleich drauf gekommen? Natürlich. So, der Mond. Gehört da nicht rein. Gehört denn nochmal der Mond rein? Und warum kann ich hier noch was machen?
Geschmolzene Schokolade werde ich nicht mit meinen Händen tragen. Ach so, mit der Kelle aber. Oder wie? Hm? Da kommt also noch was, vielleicht. Okay. Was haben wir hier noch? Ihn hier. Ein vornehmer Herr. Wo gehört denn der Mond nochmal rein? Da gehört das Hufeisen rein. Honigfass. Ah, ich weiß nicht. Ich habe mir das doch gemerkt. Honigfass vielleicht? Karotte. Da. Ach, er will das Honigfass. Heiltrank. Heiltrank? Der Heiltrank. Für unseren hier, Freund. Komm mal her. Oh, that's better. Your sister needs to be stopped, and she deserves to be punished. But I can't let anything bad happen to her. There must be a way to save both her and Snow Hill. Oha. Ja, jetzt geht's aber los hier. Da gehören die Karotten bestimmt rein. Mein lieber Schwan, hier geht's ab. Wie sonst nirgendwo in einem Weihnachtsspiel. Und das sehen wir, wie es weitergeht im nächsten Part von Christmas Eve Mitternachtsruf. Danke fürs Zuschauen und bis dann.